Am 9. November luden die Mitglieder des Weinbauvereins Mautern unter seinen Obmann Johann Mold in den Schüttkasten zur traditionellen Weintaufe ein. Als Taufpate konnte Vorstandsdirektor Christian Hager von der Kremser Bank gewonnen werden. Die Segnung des Weines nahm Stadtpfarrer Pater Clemens Reischl vor. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Strudelmusi. Ja, wunderschönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren, hier im Schüttkasten zur heurigen Weintaufe. Heute bekommen wir also einen ersten Überblick vom neuen Weinjahrgang und ich bin schon sehr gespannt, denn wir alle haben ja unter dem sehr bescheidenen Wetter im Sommer gelitten, aber während es uns Nicht-Winzer maximal den Urlaub verregnet hat, war es ja für die Weinhauer ein äußerst schwieriges Jahr. Ich muss sagen, das Weinjahr heuer war wirklich, ich weiß, jeder redet davon, aber nur in kurzen Worten, wir haben einen extrem frühen Austritt gehabt. Austrieb, gefolgt von einer Türe, ja, Herr Pfarrer, muss ich da sagen, das war dein Chef zuständig. Witzkamm nächstes Jahr. Ja, okay. Mit einer Türe, wo dann aber dann die Feuchtigkeit durchgekommen ist, aber in so einer Masse, dass die Reben nicht mehr verarbeiten haben können. Wir haben dadurch Fäulnis gehabt und natürlich extremen Aufwand bei der Lese. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn es nachher die Weine kostet, Taufwein oder die anderen, ich glaube, jeder wird sagen, ein toller Jahrgang, er wird nicht so korpulent werden, so kräftig, aber spritzig, fruchtig, so wie wir heute alle sind. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Programmpunkt, nämlich zum Herrn Ludwig Winkler, der einen reichen Vorrat an interessanten und heiteren Texten über den Wein und über das Leben rund um den Wein hat. Bitte, Herr Winkler. Ja, geschätzte Damen und Herren, Mautern hat die Weintaufe bei strahlendem Sonnenschein. Der Bergwein, der Bergener wurde gestern in der Finsternis getauft, aber es hat nichts mit der Qualität zu tun, glaube ich. Da vielleicht hilft die Sonne heute noch was, dass der Wein noch besser wird. Ne? Ja, und ein Gedicht, das habe ich mitgebracht, ist nicht von mir selber, ja, aber könnte fast von mir sein. Und zwar heißt der Titel Wein ist gleich Medizin. Was ich mir keinen Ausweg nimmer, ist der Wein meine Medizin. Glauben Sie was? Der hilft mir immer, dankbar hab ich stets im Sinn. In einer tut er Wasser schledern. Ja, sehen Sie, das ist ja so eine Geschichte. Der Mensch ist doch kein Viech mit Federn. Und außerdem kriegt man im Schlund die Gicht. Dahingegen die Rebensäfte. So wie es der Herrgott uns kredenzt, da schlummern wunderbare Kräfte. Was war's denn so ein Wassergespenst? Drum aus der Apotheke Kugel von den Lateiner. Wenn es mir so einmal wirklich nervlich bockt, da kommt mir nichts in den Kuchen rein, weil es mein Körper einfach nicht verdruckt. Ich stelle mir selber die Diagnose, hab meine eigene Rezeptur und ich fürchte keine hoffnungslose Krankheit, ich verlasse mich auf meine Kur. Bockt es mir also einmal besser, ich meine vielleicht bei einer Grippe, nehme ich halt die Dosis größer. Na, ist das nicht ein super Tipp? Und dann kommen wir gleich zum heutigen Taufwein. Welchen Namen soll er denn jetzt bekommen? Ja, ist auch nicht einfach gewesen. Also ich erinnere mich zurück an den 8. Jänner. Der Hans Mold weiß das vielleicht noch. Also der Altbürgermeister Armin Sommer hat mich noch der Severinfeier dann zum Mold herein verschleppt. Und der Hans Mold hat mich gefragt, ob ich nicht bereit wäre, einmal die Weinpatenschaft zu übernehmen. Und da habe ich gedacht, ist eine Ehre, gleich ja gesagt. Nicht wissend, dass es gar nicht so einfach ist, den richtigen Namen zu finden. Und da vergehen die Monate, Februar, März, April, Mai, Juni, Sommer. Und so Ende Oktober haben wir gedacht, jetzt ist es bald soweit und ich muss mir nachdenken, welchen Wein also bezeichnen soll. Da habe ich mir drei Gedanken dazu gemacht im Wesentlichen. Und das war erstens mein Mautern, römische Wurzeln, bekannt. Dort könnte man vielleicht nachdenken, dass man einen lateinischen Namen nimmt. Aber das war auch nicht einfach für mich. Weil man mit einer realistischen Schulbildung ohne Lateinkenntnisse ist es auch nicht so einfach. Und da hat es der Taufpate des letzten Jahres ein bisschen leichter gehabt. Ich glaube, da hat ein bisschen mehr lateinische Vorkenntnisse wie ich. Aber ich habe mich der Herausforderung eben gestellt. Das zweite war, wie gesagt, erstmals Weinpate sein zu dürfen, Premiere. Und das gleich noch im Auto noch dazu in der Heimatstadt. Das ist auch ein Thema, wo man gedacht hat, vielleicht findest du einen Namen, der auch mit dem irgendwie in Einklang zu bringen ist. Und nachdem sich auch
Privates mit Beruflichen nicht immer so trennen lässt. Und 2014, auch im Jahr, wo wir von unserer Firma, von der Bank aus, also im Autern Grundstein, für etwas Neues, Besonderes gelegt haben, haben wir gedacht, vielleicht kann ich das auch noch mit einbauen. Ja, und last but not least, also der Wein selbst, also das Objekt der Begierde, der Jahrgang 2014, jedes Jahr was Neues, was Besonderes, kein Jahr wie das andere. Und so bin ich dann mit diesen drei Gedanken beseelt dann einmal abends rausgesessen, mit meiner Frau gesprochen und die hat übrigens einen Kopf, das schwingt ich nicht. Und sage ich, wie wäre es, wenn wir nach dem Motto Nomen est Omen was finden, was wirklich all diese Punkte in sich vereint. Und dann war auf einmal der Begriff Novum da. Etwas Neues, noch nie Dagewesenes, Einzigartiges, was Besonderes. Und ich habe mich dann eigentlich also für den Namen Novum entschieden. Und das ist der Name, den ich gerne dem Wein 2014 im Autor geben möchte. Jetzt wissen wir also, wie der Wein heißen soll. Und natürlich wollen wir jetzt auch noch denjenigen kennenlernen, der den Wein gemacht hat. Ich darf daher den Winzer des heutigen Taufweines zu mir bitten. Bitte um Applaus für Herrn Ottmar Zwähler vom Winzerhof Zwählerpreis. Ja, Herr Zwähler, ich habe es am Anfang ja schon angesprochen. Auch der Obmann hat und der Bürgermeister haben darauf hingewiesen, 2014 war ja wettertechnisch ein sehr schwieriges Jahr. Wie war es denn aus Ihrer Sicht? Ja, vielen Dank einmal für das, dass wir heute den Taufwein stellen haben dürfen. Es ist wahrlich ein schwieriger Jahrgang heuer. Was ist aus unserer Sicht? Ja, am Anfang war das Ganze eher bei der Marillenernte Ende Juli. Tatsächlich die Weingärten haben sich noch in voller Pracht gezeigt. Wir waren voll überzeugt, dass heuer ein sehr großer, kräftiger Jahrgang zustande kommen wird. Die zwei Monate danach haben uns was Besseres belehrt. Wir haben ein bisschen zurücktreten müssen von unseren Hoffnungen. Und es ist halt ein Jahrgang geworden, der was uns dann sehr beschäftigt hat. Zum einen mit der Weinlese. Jeder, was vielleicht von euch selber Winzer ist oder Nebenerwerb Landwirt oder sowas, wird das gewusst haben, wie zeitintensiv heuer die Ernte war. Aufgrund dieser Witterung, dass wir natürlich ein starkes Fäulnispotenzial dann gehabt haben an den Trauben, das musste man mit Händen wieder aussortieren. Man brauchte natürlich viele Helfer dazu. Und es ist doch wieder ein Jahrgang geworden, ich glaube, der was sich wieder sehen lassen kann. Er ist vielleicht nicht von der Stärke der vorigen Jahrgänge so hervorheben, sondern es wird ein bisschen ein leichterer Jahrgang werden, was doch sehr fruchtbetont wieder sein wird. Und ich glaube, es ist für ihn wieder was dabei. Danke für die Einladung, dass ich Novum segnen darf. Und segnen bedeutet einfach zunächst Dankeschön zu sagen, sich bewusst zu machen, was spielt alles mit und was segnen wir. Und moderiert und begleitet jetzt schon durch all eure Aussagen. Da sind schon viele Dinge gesagt worden über diesen Wein und über die Winzer. Wenn wir jetzt zusammen sind, dann sage ich ja, es ist wunderschön, wenn es ein Miteinander gibt von unseren Winzern und dass wir miteinander Dankeschön sagen in Herrgott und fürs Miteinander und fürs Füreinander. Preist den Herrn, denn er ist gut. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Der Wein erfreut des Menschen Herz. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du schenkst uns den Wein als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn Jesus hat den Wein erwählt als Zeichen des neuen Bundes in seinem Blut. Segne diesen Wein, den wir zu Ehren des heiligen Martin trinken. Lass uns erfahren, dass du der Gott bist, der die Herzen der Menschen froh macht und Gemeinschaft stiftet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich darf noch einmal den Obmann des Weinbauvereines zu mir und um ein paar Worte bitten. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken nochmal für das zahlreiche Kommen. Wir möchten allen nur ein paar schöne Stunden wünschen bei den verschiedenen Weinproben. Und ja, was der Direktor Hager angesprochen hat, mit 8. Jänner, wie wir das ausgemacht haben, so einfach war das nicht. Man hat schon etliche Achtel gehabt, wie du gesagt hast.
Ich habe extra später Sperrstunde gemacht, was ich normal nicht tue. Und ich glaube, wir haben einen ganz einen super Taufpaten wieder erwischt. Okay, ich wünsche allen einen schönen Abend und wir werden alle sicher noch anstoßen. Ich leg's mal, ich hab schon gewischt.